Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Jenny von Einfach Mathe und ich habe heute die Wendepunktsberechnung mit dabei. Ich werde dir nicht nur erklären, was der Wendepunkt überhaupt ist, sondern dir danach natürlich auch an einem Beispiel veranschaulichen, wie man den dann erhält. Das Ganze wie gewohnt mit meinen Schritteplänen, du kennst dich schon von mir, sodass du auf jeden Fall diesen Schritteplan nehmen kannst, den merken kannst und ihn dann auf deine eigene Funktion anwenden kannst, sodass du zum richtigen Wendepunkt deiner Funktion kommst. Wenn du also wissen möchtest, zum einen, was der Wendepunkt ist und zum zweiten, wie man ihn berechnet, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns wie gewohnt auf meinem Desktop. Viel Spaß dabei! Für dieses Video habe ich diese Funktion hier vorbereitet, und zwar x hoch 3 plus 3x². Und von dieser Funktion, da wollen wir jetzt den Wendepunkt bestimmen. Hier an die Seite, da schreibe ich dir wie gewohnt die Schritte hin, die du eigentlich bei deiner Funktion immer gehen kannst, sodass du bei deiner Funktion zum richtigen Ergebnis, in diesem Falle also zum richtigen Wendepunkt, kommst. Das allererste, was wir für einen Wendepunkt brauchen, ist die zweite und die dritte Ableitung. Die erste Ableitung bilden wir, indem wir, die aktuelle Potenz mit der Zahl davor mal nehmen und oben ein abziehen und das Ganze bei jedem Teil, welches durch ein Plus und durch ein Minus getrennt ist, einzeln tun. Das heißt, das ist sozusagen unser erstes Paket. Und wenn keine Zahl davor steht, kannst du dir eine 1 davor malen. Wir rechnen also 3 mal 1 ist 3, x und oben müssen wir ein abziehen. 3 minus 1 ist 2. Und hier rechnen wir dann genauso die aktuelle Potenz mit der Zahl davor mal nehmen. Also 3 mal 2 ist 6, x und oben ein abziehen ist x hoch 1. Hoch 1 schreibt man nicht, also einfach nur x. Sprich, das ist also unsere erste Ableitung. Wir brauchen aber die zweite, das heißt, die zweite Ableitung erhalten wir, indem wir die erste Ableitung nochmal ableiten. Wieder mit denselben Regeln. Wie gesagt, wenn es zu schnell geht, in der Infobox, da verlinke ich dir die entsprechenden Videos dazu. Also wir rechnen wieder 2 mal 3, das ist 6, x oben ein abziehen, also x hoch 1, also einfach nur 6x. Und du weißt ja vielleicht schon, dass Zahl mal x als Ableitung einfach nur die Zahl ist. Das heißt, das hier ist unsere zweite Ableitung. Und wir brauchen auch die dritte. Jetzt hier wieder genau dasselbe. Zahl mal x ist abgeleitet einfach nur die Zahl, also 6. Und eine reine Zahl ohne ein x fällt einfach nur weg. Dementsprechend ist das unsere dritte Ableitung. Jetzt haben wir also den ersten Schritt abgehakt. Kommen wir zum zweiten Schritt. Das ist die notwendige Bedingung. Die notwendige Bedingung ist zweite Ableitung gleich 0. Warum setzt man diese zweite Ableitung gleich 0? Wenn man das tut, sind die Ergebnisse mögliche x-Werte von Wendepunkten. Das heißt, wenn wir diese Gleichung dann nach x aufgelöst haben, ist dieses x die mögliche x-Koordinate von einem Wendepunkt. Wir schreiben also hin, zweitens notwendige Bedingung, zweite Ableitung gleich 0. Und genau das machen wir jetzt. Wir schnappen uns jetzt die zweite Ableitung und setzen sie gleich 0. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach x auf, indem wir diese Gleichung zunächst einmal mit minus 6 verrechnen. Denn dann verschwindet diese positive 6 von der linken Seite. Und für die rechte Seite rechnen wir 0 minus 6 und das ist sicherlich minus 6. Jetzt müssen wir nur noch einmal durch 6 teilen und sind dann bei x gleich minus 1. Denn minus 6 durch 6 ist minus 1. Dieses Ergebnis, also dieser x-Wert, ist jetzt ein möglicher x-Wert von einem Wendepunkt. Ich sage nur möglich. Das heißt, den zweiten Schritt haben wir jetzt abgehakt und kommen zum dritten Schritt. Das ist die hinreichende Bedingung. Zweite Ableitung ist immer noch gleich 0, aber die dritte Ableitung ist ungleich 0. Warum macht man das? Wenn das Ergebnis, wenn wir das dann in die dritte Ableitung eingesetzt haben, ungleich 0 ist, dann verifizieren wir sozusagen, ob das tatsächlich ein x-Wert von einem Wendepunkt ist. Wir schreiben hinreichende Bedingung, zweite Ableitung gleich 0 und dritte Ableitung ungleich 0. Was wir jetzt machen, dieses war ja, wie gesagt, unsere dritte Ableitung, die haben wir ja hier im ersten Schritt schon gebildet. Und wir setzen jetzt diesen x-Wert in die dritte Ableitung ein, das heißt dort fürs x. Und wenn das Ergebnis dann tatsächlich ungleich 0 ist, so wie es die hinreichende Bedingung verlangt, dann wissen wir, dass wir bei dem grün markierten x-Wert tatsächlich einen Wendepunkt haben. Wenn wir das ja machen, sind wir sicherlich bei f' von minus 1. Wir haben es also hier fürs x eingesetzt. Das Ergebnis ist immer noch 6. Diese 6, die müssen wir jetzt deuten. 6 ist ungleich 0, also wissen wir tatsächlich, dass wir bei x gleich minus 1 einen Wendepunkt haben. Jetzt haben wir also den dritten Schritt abgehakt und kommen zum vierten Schritt. Diesen vierten Schritt, die y-Koordinate, die habe ich in Klammern gesetzt. Denn wenn deine Aufgabe darin nur besteht, die Wendestelle zu berechnen, eine Stelle ist immer nur der x-Wert, dann wärst du jetzt hier fertig. Denn die Wendestelle liegt bei x gleich minus 1. Dein Ergebnis ist also immer dann das Ergebnis des zweiten Schrittes bzw. der notwendigen Bedingung. Wenn du allerdings einen Wendepunkt berechnen sollst, ein Punkt hat immer x und y, musst du jetzt halt, wie gesagt, noch die y-Koordinate berechnen. Wie gesagt, hierzu für y-Koordinate, das ändert sich niemals. Da setzen wir die berechnete x-Koordinate in die Ausgangsfunktion ein.
Bitte niemals jetzt hier diese 6 einsetzen, denn das ist eigentlich nur ein Referenzwert, um zu überprüfen, ob bei x gleich minus 1 tatsächlich ein Wendepunkt ist. Das heißt, das hier ist unsere x-Koordinate und diese müssen wir jetzt in die Ausgangsfunktion einsetzen. Naja, das Ganze, wir bilden also f von minus 1, sieht dann so aus. Und wenn du das jetzt ausrechnest, bist du bei deiner y-Koordinate. Minus 1 hoch 3 ist minus 1. Minus 1 zum Quadrat ist 1, 3 mal 1 ist 3, also rechnen wir minus 1 plus 3. Das Ergebnis ist 2. Und wenn wir jetzt diese beiden Ergebnisse zusammenfügen zu einem Punkt, weißt du ja, dass das deine x-Koordinate ist und das deine zugehörige y-Koordinate. Sprich, wir haben einen Wendepunkt mit den Koordinaten minus 1 und 2 und sind jetzt auch mit dem vierten Schritt fertig. Also wie gesagt, wenn du nur die Wendestelle berechnen solltest, dann wärst du bei 3, also nach 3 fertig. Für einen kompletten Wendepunkt müsstest du deinen berechneten x-Wert, den du ja in der notwendigen Bedingung berechnet hast, nochmal in die Ausgangsfunktion einsetzen. Das soll es heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dir ist jetzt klar, wie man den Wendepunkt mit der zweiten Ableitung und mit der dritten Ableitung bestimmt und dass du bei deinen Funktionen auf jeden Fall immer zum richtigen Ergebnis kommst. Wenn du noch Fragen hast, dann wie gesagt, schreib mir die super gerne in die Kommentare, auch Videowünsche, den werde ich absolut gerne nachkommen. Jetzt danke ich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg beim Lernen und sei beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei.